Einen wunderschönen guten Tag. Ich darf Sie herzlich auf der Paralandesmeisterschaft im Bogenschießen für Menschen mit Behinderung in Berlin und Brandenburg begrüßen. Heute messen sich Menschen mit verschiedenen Arten von Behinderungen im Bogenschießen hier in der Rennmannstraße in Berlin. Menschen, die im Rollstuhl sitzen, es sind Menschen, die schlecht gehen können, es sind Menschen mit Multipler Sklerose, aber es sind auch Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung. Relativ einfach, da wo ein sehender Schütze einen visuellen, also mit Auge Bezug zur Scheibe herstellt und zielt, funktioniert es bei blinden und sehbehinderten Menschen mit einem System, die ihnen via Gefühl, also Haptik, einen Bezug zur Scheibe herstellen lässt. Und damit der Schütze weiß, wo er zu stehen hat, gibt es eine Anschlagschiene nach hinten und zwei Anschläge nach links und rechts. Damit weiß der Schütze, er steht direkt über der Linie und muss an sich nur noch den linken Arm in dem Falle ausstrecken, um zur Scheibe zu kommen. Hier im oberen Bereich haben wir diesen silbernen Querriegel, der am vorderen Punkt einfach einen kleinen Zylinder hat. Dieser Zylinder ist nichts anderes als ein Fühlpunkt für den Handrücken, wo der Schütze seinen Arm anlegen kann, seine Hand. Dadurch weiß er, in welche Richtung die Zielscheibe sich befindet und schießt auch in die Richtung. Ein paar Berliner jetzt gemacht und immer wieder schön hier. Ich komme gerne nach Berlin. Ich mache schon die Familie, Familientreffen hier. Heute für mich war sehr gut, weil ich nach einer Technikumstellung hier heute gemerkt habe, dass ich auf dem richtigen Weg bin und es mich für die Deutsche Meisterschaft im März in Eschwege hoffen lässt, dass ich wieder auf dem Siegertreppchen stehe.